Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich darf Sie probehalber recht herzlich begrüßen. Schön, dass Sie da sind. Schön, dass Sie viele sind. Ernstes Thema heute. Afrika. Wir klatschen jetzt einfach mal ganz locker in die Hände. Ich zeig's mal ganz einfach so, ja? So, ganz locker. Ganz locker. Einfach mal so in die Hände klatschen, ja? Einfach mal so in die Hände klatschen, ja? Ganz locker. Wenn sich dann zufällig ein Applaus entwickelt, macht das gar nichts. Bei Benefit, jeder rettet einen Afrikaner, kann man 5 Menschen erleben, die eine Wohltätigkeitsveranstaltung für eine Schule in Afrika proben, wobei sie sich aber immer wieder in verschiedenen Diskussionen verheddern. Aber Afrika, das ist auch Krieg, Elend und Armut. Ein Teufelskreis aus Gewalt, Armut, Leid und... Also da geht es zum einen um Fragen der Political Correctness, aber auch darum, wer wann wie viele Redeanteile bekommt, aber auch um eine selbstgebastelte Palme. Ja, zu dem Scheiß, da wollte ich noch sagen, der Scheiß da ist von mir. Es tut mir leid, den tun wir jetzt mal weg. Dieser Theatertext stammt von der Autorin Ingrid Lausund, die vielleicht besser bekannt ist als Mitzi Meyer, denn unter diesem Pseudonym hat sie unter anderem die Drehbücher für die Serie Der Tatortreiniger geschrieben. Und ähnlich wie dort funktioniert Benefits als ein Kammerspiel mit sehr unmittelbarer Sprache, in der alltägliche Dialoge unglaublich genau abgebildet und dadurch karikiert werden. Das Ganze ist auf der einen Seite unglaublich lustig, weil man die Figuren dabei beobachten kann, wie sie durch diesen schwarzhumorigen Text permanent in die schlimmsten Fettnäpfchen treten und sich gleichzeitig um bestimmte Begriffe herumwinden müssen. Warum kriegen schlanke Menschen leichter einen Job als fette Menschen? Angeblich sind wir ja alle gleich wert. Und das schafft eine ganz eigene Komik, die es in dieser Form im Theater nicht so oft zu erleben gibt. Aber dieses Gefühl hat